Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Mit diesem Durst komme ich zu dir ins Gebet her. Öffne mein Herz, damit du mich erfrischen kannst. Ist dir schon mal passiert, wenn du ein Lied hörst, dass du dich fragst, woher kennt der Sänger mein Leben? Jedes Wort, jeder Vers scheinen aus deinem Tagebuch, wenn du eins hättest, kopiert zu sein und die Melodie läuft in perfekter Harmonie mit deiner Stimmung. Manchmal ist nicht nur ein Lied, sondern dein ganzes Album scheint so auf dein Leben zu basieren, dass du doppelt checkst, ob Spotify Zugang zu deinem Mikro und deinem Alltag hat. Wenn es so wäre, dann muss ich sagen, dass Passenger und einen Mike Hunter-Reid das letzte Jahr eine gute Spionagearbeit bei mir geleistet haben. Manchmal, Jesus, passiert es mir genau andersrum. Vielleicht dir auch. Dass ich ein Lied suche, mit dem ich mein Leben singen kann. Mit dem ich meine intensiven oder fehlenden Gefühle, meine tiefen oder verwirrten Gedanken zum Ausdruck bringen kann. Ich empfinde etwas, aber finde die Worte nicht, es zu beschreiben. Die Griechen in der Antike, ganz kluge Kerle, wussten ganz genau, wie sie dem Volk helfen konnten, seine Gedanken und Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Vor allem in Kriegszeiten, du weißt, die griechischen Völker haben sich nicht besonders gut verstanden, in Kriegszeiten schrieben sie Tragödien. So konnte sich ein junger Mann, der im Schlacht verletzt und verlassen worden war, sich mit Philoktet zum Beispiel identifizieren. Philokwer? Philoktet, ein griechischer Held, zum Leben gebracht von Sophokles und im Kampf verletzt und verlassen worden. In höchster Drama legte Sophokles Philoktet Worte in den Mund, Worte von Verbitterung, Verzweiflung und Verlassenheit. Worte aber, die andere Soldaten nehmen konnten, um sie und ihre eigenen Erfahrungen aufzuarbeiten und sie heilen zu können. Warum erzähle ich dir alles? Weil manchmal komme ich, und vielleicht passiert dir das auch, komme ich zu dir, Jesus, und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Manchmal stürmt es in meiner Seele und ich weiß es nicht, wie ich im Gebet Klarheit bekommen kann. Manchmal überkommt mir eine so große Freude, dass keine Worte meiner Dankbarkeit gerecht zu werden scheinen. Manchmal ist es eine ganz große Stille zwischen dir, Jesus, und mir. Und ich hätte es gerne, dass mir Spotify ein Lied in den Mund legt, mit dem ich mit dir verbinden kann. Ich weiß, Jesus, dass dir diese Sache nicht fremd ist und dass du mich eigentlich ganz gut verstehst. Du selber hast dich von Liedern bedient, um mit deinem Vater zu reden. Mir kommt ein ganz konkreter Moment in den Sinn. Ein Moment, der unbeschreibbar war. Es war um die 9. Stunde, die Welt in einer dunklen Finsternis bedeckt. Und du riefst, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt dir das bekannt vor? Ja klar, die Stelle ist vom Evangelium, im Leiden Christi. Und das ist richtig, aber ursprünglich finden wir sie im Buch der Psalmen, Kapitel 22. In den Psalmen? Diese Antwortsätze, die ich in der Messe nie zu sagen schaffe, weil der Lektor genuschelt hat und die sowieso immer zu lang sind? Ja, genau. Die Psalmen sind die Lieder der Bibel. Jesus konnte sie alle auswendig und hat sie benutzt, um mit Gott, seinem Vater, ins Gespräch zu kommen.
Vielleicht hast du auch eins im Anfangsgebet erkannt. Du willst mich vielleicht fragen. Diese ganze Einführung, Spotify, Philektot, Philoktet, viele, und das Leide Christi nur, um für die Psalmen Werbung zu machen? Ja, ich wusste, dass die Zuhörer von 10 Minuten mit Jesus klug sind. Nee, Spaß beiseite. Ich habe im letzten Jahr einen riesen Schatz in den Psalmen gefunden und wollte es mit dir teilen. In einer hektischen Achterbahn habe ich in den Psalmen Worte gefunden, die die schmerzhafte Stille im Gebet gebrochen haben und eine Brücke zu dir, Jesus, über den Abgrund gebaut haben. In Verzweiflung, Leere und Schmerz sind die Psalmen Trost und Balsam für die Seele. In Freude, Dankbarkeit und Zuversicht sind die Psalmen Feuerwerk von Hoffnung und Zünder der Liebe. In ihnen versteckt sich eine große Weisheit. Und ich meine nicht eine Wissenssammlung wie Wikipedia, sondern eine Weisheit, die die Herzen der Menschen zu umfassen vermag. Du wirst dich wundern, wenn du den richtigen Psalm findest, wie krass es zu deiner Situation, zu deinem Leben passt. Als hätten die noch eine bessere Spionagearbeit geleistet als Passenger oder einen Maikantereit. Und wenn du es ausprobierst und der erste aufgeschlagene Psalm dir nichts sagt, denk daran. Nicht alle Lieder passen zu allen Situationen. Such weiter und du wirst einen Psalm finden, der deiner Sehnsucht entspricht und dich mit Jesus im Gebet verbindet. Du wirst am Ende deine Lieblingspsalm haben, für guten und schlechten Zeiten, für die ruhigen und hektischen, für die trockenen und die entzündeten. Und ich kann dir versprechen, sie werden dein Gebet bereichern und Jesus wird einen weiteren Ansatz haben, dein Herz zu berühren. Vielleicht erwartest du jetzt zum Ende des Podcasts die Best-of, die Top-Playlist aus den Psalmen. Aber du weißt, die Favoriten-Playlist einer Person enthüllt eigentlich ihre Seele. Ich lasse dir deine eigene browsen und selber entdecken und so dich mit Jesus verbinden. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und diese Zeit des Gebetes mit dir, Jesus, tat mir sehr gut. Danke.